Harvester, Duplicator, Scanner, Pattern. Advanced. Der Mass Fabricator, den brauchen wir. Den bauen wir, weil der braucht ordentlich viel Strom. Er wird ordentlich viel Strom verbrauchen. Material finden. Ja, das ist das ganze Ding. Terraformer, nee. Das ist der Mass Fabricator. Okay, wir brauchen erstmal diese inneren Steine. Wir fangen erstmal in das Feld. Mass Fabricator. Okay, wir fangen mit den Lapatron-Kristallen. Energy Crystal. Dann brauchen wir 9 davon. Aber was war das jetzt für ein Zeug? Dust. Dust. Davon kann ich glaube ich sogar was herstellen, ne? Oder auch nicht. Ich glaube, das war noch mit Redstone, ne? Redstone, Redstone, Redstone. Wo ich das. Warte, ich kann sagen, Redstone muss ich da haben. So. 1, 2, 3. Stell mal 4 mal davon her. Brauchen wir immer. Das war jetzt, glaube ich, in dem. Ach, guck mal, da habe ich sogar noch was. Guck mal. Kann sogar gleich weiterarbeiten. Na, guck mal, jetzt haben wir noch Schäfte. Davon habe ich auch noch genug. Dun, 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 dun. Machen wir einmal Knüppel, Freund. Einen machen wir noch. Also zwei laufen lassen können. So. Können wir schon mal 2 mal ordentlich Strom verbrauchen und Juju-Meta herstellen. Ich habe noch gar nicht aufgelistet, Juju-Meta-Fabrik oder sowas, ne? Was kann man da herstellen dann nachher? Weil guck mal, wie viel Glowstone haben wir? 64.000, das geht eigentlich. Das ist jetzt nicht so das meiste. Ne, ich muss ja hier dran. An den Mass Fabricator. So, Lapatronkis. Brauchen wir davon welche? Brauchen wir von den Circles welche? Redstone, ne? Redstone. Dann brauchen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hole mal 10 Stück. Ich mache erstmal ein Massive. Ein Mass Fabricator. Erstmal einen fertig haben. Jetzt fehlt Lapis. Haben wir. Redstone. Okay, gleich nochmal so. Keine Ahnung. Und Glowstone. War das so? Oder war das andersrum? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Davon kann ich ja auch 10 machen, stimmt. Es wird, dass die Rezepte nicht kombinieren. Nee, Messer Becketto. Das habe ich. Jetzt muss ich nur noch hier dran. Dafür brauche ich Lapis Lazuli Dust. Ah, habe ich sogar. Okay. Das ist nett. Können wir noch einen machen? Wir können noch einen machen. Jetzt brauche ich die Advanced-Dinger hier. Da habe ich gar nichts von. Also, ich habe es bestimmt. Carbon. Wir machen erstmal das Ding hier. 1, 2 brauchen wir. 3, 4. Wir brauchen jeweils 2 Seiten. Weil wir ja 2 von den craften wollen. Die Schafts brauche ich gerade nicht. Wird es dann vielleicht noch. Haben wir. Jetzt brauchen wir. Okay. 1, 2, 3. Da machen wir nur 10. Machen wir mal 16 Stück. Okay. Das muss wo rein? In den Kompressor. Ich glaube, der ist aber gerade. Och Mann. Ich hasse es an dieser Stelle zu springen. Und allgemein hier irgendwas zu machen. Das kommt auch nicht hinterher. Das kann ich aber auch nicht mal im Keller mehr geguckt, wie viel Steam eigentlich noch läuft. Wir müssen eigentlich mal unten gucken. Jetzt spring ich wieder runter. Na, schon wieder ein Schmetterling. Wie Steam ist eigentlich in den Behälter noch drin? Die sind auch noch voll, ne? Na gut, dann hilft das doch allgemein alles. Dass das jetzt ein bisschen läuft. Dafür brauchen wir aber viel Lorium. Oder so, das ist eigentlich relativ
Ich hasse es, hier hoch zu springen. Ja, der Ball, der ist voll. Ich könnte noch so einen Ball anlegen. Guck mal so. Ich müsste einmal dran. Ich müsste das erledigen, ja. Können wir uns eigentlich um das Metallformer nennen, was Steel. Steel oder Stealing oder Refined Iron. Dann können wir einen ganzen Stack hier durch haben. Komme! Zack. Steel, weiß ich nicht, Flamme da noch so. Komm, kein ein Steel. Das ist new. Zack. Was müssen wir denn noch was machen? Steel. Nee, unser Ritualstein. Ich will auch Steel haben. Dark Steel. Wo habe ich denn Steel? Steel Nuggets, Steel Barren, Steel Ingots. Ich muss daraus die Pattern machen. Die muss ich in den Mode Bowling reinbringen. Habe ich drinne. Cutting. Hoffen, dass es jetzt richtig ist, das müsste das passen. Also was das Zeichen anzeigt, müsste es sein. Molten Steel Bucket. Mother Steel. Jo, das ist super. Hat auch schon 6. 2 brauchen wir, glaube ich. Weiß nicht ganz. Mastery Cutter, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 2 jeweils, also 2 von denen und 4 von denen. Okay. Was brauchen wir denn noch dafür? Wir brauchen die Dinger, die Carbon. Wir brauchen War Carbon. Wir brauchen die. Dafür brauchen wir das. Okay. Das können wir eigentlich auch machen. Haben wir das auch schon mal fertig. Hüpp. Bauweitel. Tanks, weg mit euch. Ich glaube, Coldust habe ich einiges. Coldust, ja. Davon haben wir viel. Okay. Mist. Also das heißt, glaube ich, jetzt Carbon, ja. So. Und die tun wir jetzt. Ah, die tun wir auch kompressen, okay. Ja, Kompressor brauchen wir immer einige. Gut, der braucht auch noch ein bisschen. Ich glaube, ich lege da noch mal ein paar Maschinen an, so ein, zwei Kompressoren. Dann machen wir noch einen extra Raum, so mit Industrialmaschinen. Wo wir so ein bisschen dann uns ausfuchsen können. Dass sich das ein bisschen erarbeitet. Das machen wir nicht automatisch, das können wir auch so ein bisschen so einzeln lassen. Schon mal so ein bisschen Material rein, was wir brauchen. Das sortiert er sich dann zurecht schon. Oder Metallformer mit Cutter, mit Extracting, mit Rolling, dass wir das da haben. Dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Genau, Kinetic Gear. Muss auch noch machen hier, das hier. Das können wir eigentlich durchlaufen lassen. Da machen wir solche. So ein Kinetic Rad machen wir dann. So ein Schaft aus Weef. Ne, da können wir einen Block aus Steel. Ich hab, weiß gar nicht, Schaft aus Weef von Eisen habe ich nicht gemacht. Das ist ja eigentlich relativ. Ja gut, rein mit dir, denn. Vielleicht kann ich damit was anfangen später. Hab ich denn eine Kiste? Ja. Guck mal, dann machen wir das so. Machen wir das da rein. Jetzt den in der Mitte. Von denen brauchte ich 4. Von denen brauchte ich 2. Ich packe das mal hier rein. Ich nehme, glaube ich, noch so ein, zwei Carbon.
Bowls raus, dass wir die Flamme ein bisschen verarbeiten können. 1, 2, 3, 4. Alles gut. Die Dinge noch. Juhu. Schafft. Ne, da brauchen wir noch. Brauchen noch einen anderen. Ich hole mal eben. Einen Schaft. Dann nehmen wir uns einen Steelblock. Oh, Steelblock hier. Block of Steel. Moment. Oh, da drüben. Geh mal weiter. Ach, Mist. Muss wieder OBS in den Vordergrund rücken. Schafft. Wo muss ich den denn drin machen? Extracting, okay. Ich glaube, das reicht. Wenn ich den jetzt noch Extracting jetzt packe. Dann gleich die anderen wieder reinschmeiße. Das sollte dann gut sein. Dann haben wir nämlich ein Carbonrad oben, wo, das Kinet wo die Kinetic Energie mitläuft. Kann dann nämlich weiter Rolling machen. Zwei brauchen wir, vier haben wir. Und ich brauche für den Ding, brauche ich nochmal sechs. Aber die können jetzt erstmal arbeiten. Ich kann mich jetzt erstmal um das andere noch kümmern. Dann machen wir da oben nicht so ein Rad hin. Ich weiß nicht, wie lange das andere hält. Ich glaube, die ist ein Rotor, ne? Rotor. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Haltbarkeit war. Aber maximal sehen wir ja. Der macht ja 120, 110 im Maximalen. Ist ganz okay. 1, 2, 1, 2. Dann haben wir das schöne Ding. Das brauche ich erstmal nicht. Zwei Stück. Ab wieder in den Mass Fabricator. So, was brauchen wir noch dafür? Glowstone habe ich. Ich habe die Dinger. Ich habe, glaube ich, alles, ne? Einen Mass Fabricator. So, den will ich eigentlich direkt schon irgendwo anschließen. Also, der muss sicher stehen. Und sicher würde ich sagen, wo steht er denn am sichersten? Ich könnte ihn sogar hier hinstellen. Aber so hier hinstellen und laufen lassen. Der bräuchte nur Energie, ne? Die könnte ich mir von da unten irgendwo hernehmen. Messerbeketter. Prozess. Was macht der denn nochmal? Die neuen sind ein bisschen anders, ne? War da nicht irgendwas? Er braucht auf jeden Fall Strom. Habe ich das Gefühl. Hab ich denn von denen habe ich auf jeden Fall welche. Da. Och, ich muss das Loch auch noch werfen hier, zack. So, damit er auf jeden Fall weiß, was davon abgeht. Gehe ich dann auf jeden Fall Insert. Oh, nur Insert. Okay, er läuft jetzt mit Prozenten an. Ich weiß jetzt nicht, 3%, wie schnell er jetzt hier läuft. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein Kabel dran schließen oder so. Keine Ahnung. Lass ihn jetzt erstmal laufen. Was jetzt rauskommt, genau weiß ich nicht. Ob jetzt hier Yuyemeta rauskommt oder ich den vielleicht noch ein bisschen antreiben kann. Sprich mit diesen Packungen hier. Scrub. Box. Nimm mal Scrub Box raus. Ob wir den ein bisschen anheizen können damit. War ja schon ganz nice. Ah, guck mal, da heizt sich der Prozessor an. Also wir können irgendwie eine Anlage machen mit, dass es durchjagen lassen, Prozessor da rein und dann gib ihm. Gib ihm.
mal richtig Stoff. Schauen wir mal gleich, was er noch macht. Können vielleicht mal einen hier hinstellen, also vielleicht machen wir auch so eine kompakte Maschine wieder. Machen ja bei der oberen vielleicht. Dass vielleicht der hier nicht, Messwerkkörper, der nicht hier hinkommt. Dann kommt oben vielleicht so eine Filteranlage. Hat er jetzt hier ein bisschen. 1 Millibacke Diumeter. Wow. Da haben wir noch was vor uns. Alle waren bei dem ersten Diumeter dabei. Weil da oben haben wir ja eigentlich die meisten Maschinen davon. Hier in dem Bereich. Da muss ich mir aber noch so einen Raum überlegen. Die Kugel ist ja auch noch da. Die sollte aber nur als Speicher dienen. Ach, ich wollte jetzt noch einen, den Rotor bauen. Ich schau mal gerade wo. So, kurz wieder rüber switchen. Nö, das ist eigentlich. Wie passt das da? Jetzt machen wir noch so einen Schaft fertig. Ich will mit das Zeug noch ein bisschen so. Das lege ich mal alles hier rein. Der Schaft, den Ding. Das Ding. Achso, ich brauche von den Balls paar. War so, ne? Ich brauche jetzt damit. Nein, ich brauche ja mehr davon. Stimmt. Das heißt, ich brauche jetzt noch 18 von denen. Ich brauche noch 1, 2, 3. Ja, und ich nehme noch 3 für unten mit. Ich nehme Salz nur Sicherheits mit. 4 noch davon. Ja, dann machen wir hier oben einen schönen Raum hin. Ich will das ja eh bald zu haben. Oh. Platz hätten wir auch noch hier oben genug. Machen wir hier oben Industrie hin. Machen wir 1, 2, würde ich jetzt sagen, von den Steinproduzenten dahin. Also, dass der Stein produziert. Dann soll das schon klappen. Komm, 2 Stück noch. Dann machen wir da oben schon einen größeren hin und dann lassen wir es durchgehen.